Am 11. Januar 1938 beauftragte Hitler den Architekten Speer mit dem Neubau der Reichskanzlei in der Vossstraße und setzte als Termin der Fertigstellung den 10. Januar 1939 fest. Ein unglaublich kurzer Zeitraum. Um diese Leistung zu ermöglichen, wurden alle Mittel der neuzeitlichen Bautechnik eingesetzt. So waren bei den Maurer- und Versetzarbeiten 17 hohe Kräne aufgestellt. Hier eine Ansicht der Vossstraße, Ecke Hermann-Göring-Straße. Rund 4.500 Arbeiter waren auf Berlins größter Baustelle beschäftigt. Gearbeitet wurde in zwei Schichten, Tag und Nacht. Immer wieder besprach Hitler selbst mit dem Architekten Speer die Ausführung und gab neue Anregungen und Ratschläge. Beim Bau der wesentlich größeren neuen Reichskanzlei wurden die alte Reichskanzlei und auch das Borsigpalais integriert. Rund 360.000 Kubikmeter umbauten Raum umfasste die gesamte Anlage, die aus mehreren Gebäuden bestand. Termingerecht wurde die neue Reichskanzlei am 9. Januar 1939 fertiggestellt. Der Neubau umfasst ein trapezförmiges Gelände, dessen Grundlinie an der Vossstraße eine Gesamtlänge von 421 Metern einnimmt. In westlicher Richtung wird das Gebäude von der Hermann-Göring-Straße begrenzt. Die hier anschließenden Gebäudekomplexe dienten als Unterkunft der Begleitmannschaften. Im Norden des Geländes lagen der Garten der Reichskanzlei und das Gewächshaus. Der Gebäudeteil der alten Reichskanzlei sowie das Borsigpalais an der östlichen Seite des Geländes waren die alten Elemente, die erhalten blieben und nur umgebaut wurden. So wurde in die Fassade der alten Reichskanzlei an der Wilhelmstraße ein großes Doppelportal eingefügt, um eine Zufahrt in den Ehrenhof zu ermöglichen. Der wesentlichste und nach außen hin am stärksten in Erscheinung tretende Teil des Neubaus war das Hauptgebäude an der Vossstraße. Es bestand aus einem westlichen Teil, der an der Hermann-Göring-Straße begann und, um einen Lichthof herum gruppiert, im Wesentlichen Verwaltungsräume enthielt. Der Mittelteil, der von der Straße aus gegen den Garten um 16 Meter zurückversetzt war, umfasste die Arbeitszimmer Hitlers und seiner Adjutanten, den Reichskabinettssaal und den großen Empfangssaal. Vor diesen Räumen verlief die Marmorgalerie als breiter, repräsentativer Flur. Der Ostteil umfasste entlang der Vossstraße Büro- und Arbeitsräume. Im Übrigen wurde dieser Gebäudeteil von den großen Repräsentationsräumen und dem Ehrenhof in Anspruch genommen. Drei große Portale aus 1 Meter starken und 9 Meter hohen Muschelkalkpfeilern bildeten die Eingänge in das Hauptgebäude. Die Deckenbalken waren ebenfalls aus Muschelkalk gearbeitet und trugen das Hoheitszeichen nach einem Entwurf von Professor Schmidt-Ehmen. Die Adler hatten eine Flügelspannweite von fast 8 Metern. Durch das bereits erwähnte neue Portal, das in die Fassade der alten Reichskanzlei eingefügt wurde, führt der Weg durch zwei schwere Bronzetüren in den berühmten Ehrenhof.
Am Ende des 68 Meter langen und 26 Meter breiten Ehrenhofs standen zwei große Bronzefiguren, Partei und Wehrmacht des Bildhauers Arno Bräker. Hier eine Aufnahme von Arno Bräker auf Hitlers Berghof. Über dem Eingang wieder ein Hoheitsadler des Künstlers Kurt Schmidt-Ehmen. Das Grundrissbild zeigt bereits klar das räumliche Gerüst des ganzen Gebäudekomplexes, die vom Wilhelmsplatz bis zur Hermann-Göring-Straße durchlaufende repräsentative Achse. Betrat man das Innere des Gebäudes durch den Ehrenhof, gelangte man zunächst in die marmorverkleidete Vorhalle. Im Anschluss daran lag der Mosaiksaal mit seinen beeindruckenden, von Hermann Kasper geschaffenen Mosaikflächen. Ein weit auslaufendes Gesims hob sich hell vom Rot der Wände ab. Das Tageslicht, das durch die 16 Meter hohe Glasdecke fiel, ließ die Mosaikarbeiten und den roten Marmor in natürlichem Glanz erscheinen. Über der Türe thronte einer von insgesamt drei mächtigen Hoheitsadlern von Schmidt-Ehmen, der heute im US-Luftwaffenmuseum in Ohio zu besichtigen ist. Einige Stufen führten im Anschluss an den Mosaiksaal zum runden Saal. An den Wänden die beiden Reliefs Genius und Der Kämpfer von Arno Bräker. Dieses einzige runde Element im gesamten Bau korrigierte die nicht ganz gerade verlaufende Gebäudeflucht von Ost nach West in geschickter Weise und führte den Besucher weiter in die 146 Meter lange Marmorgalerie. Die Galerie ist Durchgangsraum und als solcher gestaltet, denn sowohl dieser als auch der zuvor gesehene Raum werden von den Arbeitsräumen der Bediensteten umgeben. Der Boden aus Saalburger Altrot-Marmor erstreckt sich über 146 Meter bis hin zum großen Empfangssaal am anderen Ende. Die Möbel, Einzelanfertigungen der Vereinigten Werkstätten. An den Wänden wertvolle Gobelins. Nach der Straßenseite hin wurde der Raum durch 19 hohe Fensterrahmungen gegliedert, die in kräftiger Profilierung aus dunkelrotem Marmor gearbeitet waren. Die mittlere Türe führte in das Arbeitszimmer des Führers. Darüber eine Kartusche mit den Initialen des Reichskanzlers. Das Arbeitszimmer hatte eine Länge von 27 Metern und eine Breite von 14,5 Metern. Die Wände waren aus dunkelrotem Limbacher Marmor aus der Ostmark, der Fußboden aus Ruhpoldinger Marmor. Sämtliche Möbel waren Einzelanfertigungen nach Entwürfen von Albert Speer. Die schweren, gusseisernen Kaminplatten stellten Arbeiten von Richard Klein dar. Darüber das berühmte Bismarck-Porträt von Lenbach. Zum Garten hin wird die Terrasse von Hitlers Arbeitszimmer durch einen säulenartigen Vorbau aus Lahnsteiner Marmor überspannt. Die beiden überlebensgroßen Pferdeskulpturen sind Werke des Künstlers Josef Thorak. Aber zurück ins Innere des Gebäudes zur Marmorgalerie.
Am Ende der Galerie führte eine Tür in den großen Empfangssaal. Ein handgeknüpfter Teppich bedeckte den Parkettboden. An der Decke zwei riesige Lüsterkronen des Wiener Glasschleifers Lobmeier. Im Anschluss an den Empfangssaal lag der Reichskabinettssaal, der ebenso durch Hitlers Arbeitszimmer zu betreten war. An der Decke eine schwere Kassettenholzvertäfelung, die Wände mit Nussbaumholz verkleidet. Die Sessel wurden aus der alten Reichskanzlei übernommen und waren nach einem Entwurf von Professor Paul Ludwig Trost gefertigt worden. An jedem Platz lag eine Schreibmappe des Kabinettsmitglieds mit eingeprägter Dienstbezeichnung. Im Westteil des Gebäudes, an die Hermann-Göring-Straße angrenzend, lagen die Verwaltungsräume der Reichskanzlei mit dem Arbeitszimmer von Staatssekretär Dr. Lammers und seinen Mitarbeitern. Den Ostflügel bezog der Staatsminister Dr. Meißner mit seinen Mitarbeitern, neben dem auch die militärischen Adjutanten ihre Arbeits- und Konferenzräume hatten. Ein breiter Verbindungsbau bildete den Zugang zum Gebäudekomplex der alten Reichskanzlei und zur Führerwohnung. Gewiss gäbe es in dem Gebäude noch zahlreiche Räumlichkeiten, auf die einzugehen sich lohnte, so zum Beispiel der prunkvolle Speisesaal. Oder das Gewächshaus am Nordrand des Gartens und vieles mehr. Doch das würde den Rahmen dieser Dokumentation sprengen. Einen Tag vor Ablauf der Frist konnte die Reichskanzlei ihrer Bestimmung übergeben werden und fortan war es Hitler möglich, Persönlichkeiten aus aller Welt in einem repräsentativen Gebäude zu empfangen.